Das Leben ist nicht nur ein Ton, man spricht ja auch von eintönig. Das Leben braucht Melodie. Eine Melodie kommt durch Veränderung. Und so ist auch das Leben Veränderung. Eine Melodie besteht aus hohen Tönen, aus tiefen Tönen, aus laut und leise. Und diese Veränderung ist ein Prozess. Deswegen bin ich hier auf der DNX. DNX ist das Digital Nomaden Festival und hier wird viel Veränderung vorangetrieben. Und allein bei mir sehe ich eine Veränderung. Vor 2 Jahren war ich als Teilnehmer auf der DNX und heute bin ich als Speaker auf der DNX. Ich darf jetzt meine Erfahrung weitergeben. Ich bin selbst Filmemacher, habe eine Filmproduktionsfirma in München, mit der wir Eventfilme produzieren. Und vor 2 Jahren bin ich selbst vor die Kamera gegangen und habe mein Gesicht nach draußen gezeigt in Form von Videos. Und es zieht genau die Kunden an, die man selbst haben möchte. Also ich möchte die Leute da draußen animieren, dass sie sich trauen, vor die Kamera zu gehen, einen eigenen Kanal aufzumachen und genau die Leute an sich ranzuziehen, die zu einem passen. Und ja, die Erfahrung jetzt da draußen zu teilen, ist einfach mega geil. Es macht mega Spaß. War richtig cool, es war eine richtig coole Atmosphäre, er hat es mit viel Witz und Humor gemacht, hat trotzdem immer wieder anwendbare Praxisbeispiele reingebracht und was ich auch besonders spannend fand, war mal wirklich hinter die Kulissen zu blicken. Andere Menschen zu pushen zu ihrer Leidenschaft, das kann letzten Endes lebensverändernd sein und hätte selber nicht gedacht, aber jetzt bin ich Coach und liebe es. Hat mir sehr gut gefallen, sehr inspirierend und hat mich dazu bewegt, jetzt selber auch zu starten. Und auf der DNX gibt es ganz viele unterschiedliche Speaker, was weiß ich, Spiritualität, Meditation, Online-Marketing. Also ganz viele Themen, die momentan einfach super relevant sind. Und ja, hier sind Biohacker auf dem Event, Krypto-Trader, Menschen, die dir helfen können, finanziell frei zu werden. Es gibt Menschen, die Persönlichkeitsentwicklung machen. Es gibt Speaker, es gibt typische Motivationsreden. Es gibt aber auch Hands-on-Workshops, wo du Step-by-Step-Anleitungen bekommst, wie du dein Business aufbaust, wie du einen Instagram-Channel aufbaust. Also von bis ist eine riesen Klaviatur und das eine könnte nicht ohne das andere bestehen. Und da merkst du erstmal, mit was man sich alles beschäftigen kann, was man so in seinem Kosmos noch gar nicht drin hat. Ja? Und das ist super spannend, weil da die Wege einfach direkt sind. Ja? Du kannst ihn direkt ansprechen, den Speaker, den du gerade interessant fandst, stellst ihm die Fragen, connectest dich mit denen und das sorgt auch wieder für Veränderung. Und also es sind vor allem diese Begegnungen, die Gespräche untereinander, die es so ausmachen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Freestyle, Stimmenfang. Wir fragen einfach mal Lars Krause. Lars Krause bekommt man den dann zu sehen, ne? Fast. Da kriegst du was viel Besseres. Da kriegst du nicht was gratis. Da kriegst du mein E-Book zu meinen 7 Einkommensquellen für ein passives Einkommen. Zieh dir das einfach mal rein, schau, ob es was für dich ist und dann viel Spaß. Ist ja sensationell. Kann der was? Das weiß sie leider noch nicht. Kann der was? Also auf alle Fälle kann er gut davon reden. Musst du fragen. Ich würde sagen, ja. Da ist ein Konjunktiv, ne? Ich würde. Sagen wir ja. Bist du zufrieden mit deinen Testimonials? Ja, sensationell. Wow, das ist ein geiles Event und ich bin einfach nur geflasht. Es gibt mir so viel Push und so viel Energie und ich bin total beflügelt. Es ist einfach schön. Das ist ja das Schöne, tatsächlich. Man kennt sich online ja. Und es wird dann zu offline. Ja, ja. Und das ist immer ein toller Part. Auf jeden Fall. Man sieht, da verbirgen sich echte Menschen dahinter. So Auge in Auge, face to face. Das sollte man in dieser ganzen Online-Welt nicht vergessen. Ganz genau, auch mal persönlich treffen. Emotionen, die da hochkochen auf so einem Festival,
die Momente, die Begegnung, die Inspiration, die ausgetauscht wird, das ist letzten Endes das, was die Melodie im Leben ausmacht. Verschiedene Töne, das leise und laut, das hoch und tief, das macht's aus. Das sorgt für Veränderung, das sorgt für eine Melodie. Filmen auch alles echt. Kann ich echt meinen Spotify wieder haben?